So, vorne hat er Licht, hinten nichts. Hier bleiben. Mann, es kann nicht so schwer sein, oder? Nee. Nee, wenn die Polizei eine Anweisung gibt, haben sie vielleicht mal stehen zu bleiben. Es ist doch nicht so einfach, ein Auto zu knacken. Nein. Weißt du Bescheid? Zum Glück. War eine Schlägerei und der ist abgehauen. Warum, wieso, weshalb, wissen wir jetzt im Moment nicht. Jetzt muss es schnell gehen. Die Leitstelle der Polizei meldet eine große Schlägerei in einer Gaststätte. Wir sind schon mal welche. Stehen bleiben! Stehen bleiben! Stopp! Alle Mann, erstmal stopp! So, Sie bleiben alle mal hier. Sie bleiben alle erstmal hier, wir wollen erstmal klären, was hier los war. Okay? Einmal alle drei die Ausweise bitte. Hey, alles gut, Jungs. Alles ja, gut. Von Ihnen auch bitte einmal die Ausweise. Kommissarin Katrin Banse steht fünf Betrunkenen gegenüber. Sie nimmt die Verdächtigen ins Visier, gemeinsam mit Kollege Tobi Wollenweber. Sie bleiben bitte auch hier. Weil wir gerade gehört haben, dass es hier Streitigkeiten gab und ich nicht weiß, ob Sie auch dazu gehören. Von Ihnen auch bitte einmal den Ausweis. Ich will gerade nach Hause gehen. Welche? Das mag sein, können Sie vielleicht auch gleich. Aus dem? Auf welcher Berechtigung? Ja, habe ich schon. Das können Sie ja sehen, das ist kein Problem. Bleiben Sie mal hier. Hier bleiben! Mann, es kann nicht so schwer sein, oder? Nee. Nee, wenn die Polizei eine Anweisung gibt, haben Sie vielleicht mal stehen zu bleiben. Vielleicht haben Sie vielleicht irgendwas getan, was da vorne nicht in Ordnung war. Soweit verstanden? Das klären wir jetzt. Wenn nichts ist, dann ist nichts. Ja, bla. Klare Worte der Polizistin. Doch alleine mit Kollege Wollenweber kann Katrin Banse nicht alle Männer überprüfen. Sie braucht Verstärkung. Inzwischen sind fünf Streifenwagen im Einsatz. Ein Junggesellenabschied, die werden wahrscheinlich schon ein bisschen zeitiger angefangen haben. Von daher und wahrscheinlich auch dementsprechend Gas gegeben haben. Und dann kann es schon mal passieren. So früh ist es auch nicht mehr. Ne? Schlägt uns entgegen, ne? Die Aggressivität. Da müssen wir dann versuchen, ruhig zu bleiben. Ne? Und versuchen aber, diese Sache zu klären hier. Wir wollen, dass ihr heute hier keine Streitigkeiten mehr fabriziert oder irgendwas anderes macht. Das heißt für euch Platzverweis, für diese Straße, für Steintorbereich komplett, für die nächsten 8 Stunden. Ja? Platzverweis heißt, ihr geht. Treffen wir euch dort an. Werden wir euch einsperren? Es gibt ja zum Glück noch genug Lokalitäten, wo sie ausweichen können. Also hier und Steintor ist für die tabu, aber sie haben ja immer noch den Raschplatz. Ne? Und wenn sie da jetzt noch mal auffallen, dann geht das Spielchen von vorne los. Doch erstmal muss die Polizei sicherstellen, dass die Männer die Partymeile auch wirklich verlassen. Komm, geht jetzt. Abmarsch. Hat irgendwer gesagt, die dürfen da stehen? Ja. Sollen sie noch einmal angetroffen werden, werden sie bei uns in der Wache schlafen, und zwar in der Zelle. Das gebe ich gerne zu. So, auf Wiedersehen. Und jetzt die letzte Chance. Ich kann gerne noch mal bis 13, wie beim Kleinkind, damit sie es begreifen, ansonsten fliegen sie ein. Was soll denn das? Ja, dann gehen sie bitte los. Ich weiß doch ganz genau, wie es ist. 1, 2. Ich lasse Rob ankommen. Ja, 3. Okay, dann kommen sie mit. Ich lasse Rob ankommen. Wollen Sie Rob ankommen lassen? Ja. So ein Quatsch, ey. Das ist echt Kinderkram. Das mache ich immer bei so einen Kindern. 1, 2, 3 nehme ich sie mit. Und dann gehen sie meistens. Hat zumindest geklappt. Vielleicht hält er ja gleich die Luft an. Vielleicht hält er gleich so lange die Luft an, bis. Ja. Ich weiß auch nicht, aber ich glaube, die gehen nicht aus der Stadt. Also beim nächsten Einsatz sammeln wir die ein. Beim nächsten sammeln wir mal sie ein. Nice. Definitiv. Jetzt haben sie zwei Chancen gehabt, jetzt reicht. So, gehen wir mal rüber. Die schaffen es eh nicht bis nach Hause. Es ist Freitagnacht in Hannover. Am Steintor ist die Polizei jetzt laufend im Einsatz, um für Ruhe zu sorgen. Die Kneipen in der Innenstadt sind voll, viele Partygäste auch. Das kennen die Polizisten, das ist jeden Monat gleich. Denn vor allem am Monatsanfang, wenn das Gehalt wieder auf dem Konto ist, wird richtig kräftig gefeiert. Die Kommissare Katrin Banse und Tobi Wollenweber fahren die ganze Nachtstreife in ihrem Revier. Und prompt treffen sie einen alten Bekannten. Hey. Komm mal her. Schön, dass du da warst. Wir kennen uns, ne? Vom Brauhaus eben.
Ja, klar. Ja. Und wie kommt das, dass Sie jetzt hier am Steintor rumlaufen, obwohl Sie da einen Platzverweis für bekommen haben? Ich komme vom Dorf. Ja, ach, haben Sie verlaufen oder was? Das haben wir Ihnen jetzt schon zweimal gesagt, dass Sie das, oder glaube schon fast dreimal. Ja, nee, zweimal haben wir es gesagt. Wo sind denn Ihre Jungs? Die sind nach Hause gefahren. Irgendwo. Irgendwo. Auch hier irgendwo im, im Bereich. Im Bereich? Ja, das ist ja sehr dumm. Wir würden das gleiche blühen, ja, wenn wir sie finden. Aber so weit erstmal. Ja, dann. Ja. So, auf geht's. Einmal zu unserem Bulli. Banse und Wollenweber reicht's. Ihre Ermahnungen haben nichts gebracht. Jetzt ist die Party für den Mann zu Ende. Das ist einer von denen, dem wir schon zweimal einen Platzverweis ausgesprochen haben. Und ja, jetzt ist das dritte Mal. Jetzt leider, Moritz muss aber uns schlafen. Im Moment ist er, er will nach Hause, ne? Logischerweise. Jetzt meint er, er ist ganz lieb und geht nach Hause. Bloß das hat er jetzt zweimal nicht geschafft, wird auch ein drittes Mal nicht schaffen. Also von daher, jetzt muss er mit. Die Polizei darf den Mann bis zum frühen Morgen festhalten. In der Wache mitten in der Innenstadt gibt es 6 Zellen. Platz für Randalierer und Betrunkene. Katrin Banse darf nicht mit in den Keller. Frauen dürfen nur Frauen durchsuchen. Tobi Wollenweber und Kollegen übernehmen das. Und zwischendurch einmal ganz kurz pusten. Tief Luft holen, pusten, bis ich Stopp sage. Weiter, 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 weiter. Stopp! Danke. 2,26. Das ist schon ganz ordentlich. Wir stellen fest, wie alkoholisiert er ist. Das, danach richtet sich ja dann auch, ob wir ihn in der Zelle lassen können oder ob er vielleicht sogar ins Krankenhaus muss. Die Polizei hat inzwischen Routine im Umgang mit solchen Übernachtungsgästen. Jedes Wochenende sind die Zellen belegt. 8 Stunden, Platzverweis 8 Stunden. Um 22 Uhr einen Platzverweis bekommen für 8 Stunden. Wir haben es jetzt 0 Uhr. Also 6 Uhr morgens. Wenn ich mir jetzt ein Taxi rufe, nach meinem Zuhause hin. Dann wird das Taxi zwar kommen, aber ohne Fahrgast weiterfahren. Ich kann Ihnen nur sagen, Sie hatten die Chance. Sie hätten einfach sich vom Steintor fernhalten müssen. Das haben wir Ihnen ganz klar gesagt. Nicht nur Ihnen, sondern Ihrer ganzen Truppe. Ich habe da nicht rumgepöbelt oder. Nein, haben Sie jetzt auch nicht. Aber Sie sind einfach nicht dem Platzverweis nachgekommen. Und im Brauhaus haben Sie rumgepöbelt. Also, wenn was sein sollte, auf den Knopf drücken. Wenn Sie müssen, auf jeden Fall auf den Knopf drücken, weil wenn Sie hier in der Zelle urinieren, dann kostet es Geld. So, möchten Sie das Licht anlassen oder anhaben oder soll es? Ja, ich lasse es an. Nur wenn eine Frau festgehalten wird, geht Katrin Banse mit in den Zellentrakt. Sonst erledigt sie Schreibkram. Wie so oft, wenn sie betrunkene Männer abführt. Ich darf nicht mit runter, nein. Das geht natürlich nicht. Ich kann nicht als Frau da runtergehen, wenn sie da körperlich durchsuchen. Ne? Das funktioniert nicht. Ich kann ja schon mal soweit abfragen. Ich habe ihn schon eingetragen ins Buch. Da müssen wir ja auch eintragen, dass das alles dokumentiert wird. Von daher mache ich den. Ich arbeite zu. Der Betrunkene in der Zelle Nummer 2 gibt keine Ruhe. Er will noch eine SMS mit seinem Handy schreiben. Nach der Schlägerei wird er noch Stunden hier sitzen. Wir sind jetzt mit 2 Beamten da, ne? Jetzt sind wir mit 2 Beamten da, ja. Angenommen, ich lasse jetzt vielleicht 500 Euro hier fallen. Was? Ja? Was wäre denn? Weiß ich nicht, dann liegen 500 Euro auf dem Boden. Genau. Da würde ich mich wundern, wo Sie die versteckt haben. Was wollen Sie denn damit jetzt sagen? Ein kleiner Tipp am Rande. Je besser man sich hier verhält, desto schneller ist man wieder draußen. Und Sie verhalten sich jetzt hier schon ganz gut, aber wenn Sie hier anfangen mit Bestechungsversuchen oder ähnlichem. Nö, das habe ich niemals gesagt. Achso, ja, ist ja gut. Bestechung, das Wort habe ich niemals in den Mund. Nein, es ist ja auch. Er wollte halt nur mitteilen, Tobi, dass wenn 500-Euro-Schein runterfällt, liegt ein 500-Euro-Schein auf dem Boden. Und er würde ihn nicht vermissen. Und ich würde mich selber geißeln, weil wir Sie ganz schlecht durchsucht haben. Ihr nehmt halt seinen Preis. Achso, ja, ich nicht, nee. Oh Gott, ey. Gut. Jetzt mal langsam zum Ende kommen mit dem Tippen. Im Grunde genommen habe ich keinen Bock hier rumzusitzen. Ja, das habe ich schon verstanden. Ich will nach Hause. Ja, habe ich auch verstanden. Wie viel kostet das? Fertig. Das geht nicht. Sie können sich da jetzt die Freiheit nicht erkaufen oder sowas. Hier, bitte.
Bis 6 Uhr bleibt der Mann in der Zelle. Dann dürfte er nüchtern sein. Banse und Wollenweber sind wieder auf der Straße unterwegs. Der hat auch jetzt kein Licht mehr an, übrigens. Halten Sie mal an. Ein Moped mit Anhänger fällt den Polizisten auf. Oh, halt mal an hier. Ich halt mal an hier. Oh. Ich geh kaputt. Unglaublich. Schönen guten Tag. Sieht ja alles ganz ominös aus, das Ganze hier, ne? So der Anhänger da hinten dran, kein Kennzeichen dran. Keine Beleuchtung dran. Sie fahren hier durch die Stadt, ne? Nicht irgendwo auf dem Feld, Mark oder sonst irgendwo rum. Haben Sie mal Ihre Bescheinigung und Führerschein dabei, bitte? Und das Licht geht übrigens hinten auch nicht. Der Fahrer kutschiert mit seinem Gespann einen mobilen Imbiss. Er kommt gerade von der Arbeit, als die Polizei ihn stoppt. Da ist unsere Dings. Also wir verkaufen Kebab auf dem Bauchladen und da sind unsere Materialien drin. Ihr seid null zu sehen von hinten, wenn ihr in die dunkle Ecke kommt. Da ist nichts zu sehen, nichts beleuchtet, gar nichts. Ihr könnt damit nicht, ihr kannst im Straßenverkehr so nicht teilnehmen. Oder siehst du einen PKW mit einem Anhänger hinten dran, ohne Kennzeichen, ohne Lampen, ohne alles? Ich weiß. Funktioniert nicht, ne? Ja, weiß. Geht überhaupt nicht. Fahrt ihr immer so? Wir fahren so schon über ein Jahr in die Stadt und zurück, ne? Ja, wir haben es ja nicht weit. Weit oder nicht weit, Polizistin Banse ist das völlig egal. Der Hänger ist ohne Kennzeichen nicht versichert. Einfach nur ein Schlichthänger, der so mit einem Kraftfahrzeug eigentlich nicht benutzbar sein kann. Ne? Der ist nicht zu sehen, gar nichts. Der fährt hier einfach auf der Straße rum und ja, wird wahrscheinlich beim nächsten Mal über den Haufen gefahren. Eine Gefahr auf der Straße. Ja, hervorragend ist das im Winter. Wir können Ihnen schon mal sagen, dass das Ding nicht mehr fahren heute, ne? Das werden Sie schieben. Okay. Zumindest den Hänger. Zumindest den Hänger, ja. Okay. In den nächsten Tagen bekommt der Verkäufer Post. Ihn erwartet ein Bußgeld von mindestens 35 Euro. Wer seinen Kebab-Anhänger liebt, der schiebt. Ich finde es nicht lustig. Das ist nicht witzig. Nee. Das ist, glaube ich, auch nicht witzig. Nee. Ich meine, wenn er nur bis zum Weidendamm muss, dann das kann man ja schön schieben, das Stück. Und das macht er immer. Das macht er seit wie vielen Wochen? Monaten? Also ich habe das Ding schon seit ein paar Monaten gesehen. Unglaublich. Ich habe ihn jetzt das erste Mal gefahren gesehen. Hm. Aber das ist ja grauenhaft. Die Polizeiinspektion Mitte in Hannover. Die Wache ist in einem alten Gebäude in der Herschelstraße untergebracht. Es ist das Revier mit den meisten Einsätzen in Niedersachsen. Rund um die Uhr sind 80 Beamte im Dienst, überwiegend Männer. 21 Frauen arbeiten im harten Schichtdienst. Seit 8 Jahren macht Katrin Banse jetzt diesen Job. Sie ist Mutter von 3 Kindern. Ohne kugelsichere Weste geht sie nicht zur Arbeit. Also die gehört wie eine Hose oder ein Hemd einfach jetzt dazu. Man zieht sie eigentlich einfach an und macht sich keine Gedanken darüber, weil es einfach wie ganz normale Sachen sind. Und ja, wenn ich mir jedes Mal Gedanken machen würde, dann würde ich, glaube ich, hier nicht arbeiten. Trotzdem, jeder Tag bringt Gefahren mit sich. Einen Schusswaffenwechsel hatte ich noch nicht, aber Messer sind doch schon bei dem einen oder anderen schon in der Hosentasche so oft zu finden. Von daher würde ich nicht sagen, dass es ungefährlich ist. Ich trage meine Weste, fast alle Kollegen, ich würde mal sagen 90% der Kollegen tragen hier eine schusssichere Weste. Auch Katrins Kollege Tobi Wollenweber, auch er ist verheiratet, hat 4 Kinder und ist seit 10 Jahren Polizist. Bei der Polizeiinspektion Mitte gibt es keine reinen Frauenteams. Das ist in anderen Wachen in Niedersachsen anders. Die Arbeit in der Innenstadt von Hannover ist einfach zu gefährlich. Im City-Revier arbeitet eine Frau immer mit einem Mann zusammen. Na, wir haben
viele normale Menschen, sage ich mal, in Anführungsstrichen. Und, aber wir haben dann halt auch nachts dann, oder halt auch hier im Bereich des Steintors halt dann öfter mal Leute, die, wie soll ich sagen, vielleicht dem zwielichtigeren Milieu angehören. Das ist natürlich ganz interessant, ne? Dass man sich da immer auf völlig unterschiedliche Menschen einstellen muss. Alkohol und Gewalt bestimmen viele Einsätze. Das wissen die Frauen, die hier arbeiten. Nur wenige Bürger haben Respekt vor Polizistinnen. Bei dem einen oder anderen ist es dann schon so, ja, du hast mir nichts zu sagen. Das muss man, glaube ich, auch gut abkönnen als Frau, das einfach auch mal aufzunehmen. Da hilft es manchmal, wenn der Mann einschreitet. Und dann brauche ich den Tobi schon mal. Das ist einfach von der körperlichen Beschaffenheit einfach, wenn man zupacken muss. Ein Mann kann noch ein bisschen besser zupacken als eine Frau. Da können wir uns nicht von frei machen. Und das ist natürlich gut, wenn ich einen Mann dabei habe. So eine Rollenverteilung haben wir hier nicht. Von wegen, der Mann fährt immer und die Frau sitzt immer nebendran. Das ist je nach Lust und Laune. Wir sprechen uns vorher mal ab, wer fährt. Ne? Also, stimmt, heute bin ich auch einfach mal so reingesprungen, aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Wir können auch gerne mal wechseln. Wir können auch gerne mal wechseln, damit man das auch sieht, dass ich fahren kann. Katrin Banze und Tobi Wollenweber sind auf der Suche nach Straftätern. Sie sind auf Streife am Raschplatz hinterm Bahnhof in Hannover. Schon mittags trifft sich hier die Szene. Obdachlose, Alkoholiker und Drogenabhängige. Die Polizisten überprüfen regelmäßig, ob gegen die Männer etwas vorliegt. Ich möchte Ihren Ausweis mal sehen. Nee. Wie, nee? Ich darf das. Ich bin hier bei der Polizei. Hier, guck. Nicht anfassen. Ich werde Sie jetzt durchsuchen nach Ausweispapieren. Ich habe nichts. Sie haben nichts. Okay, dann gucke ich jetzt in Ihre Taschen. Komm mal her. Stellen Sie einmal bitte das Bier zur Seite. So, ich suche nach Ausweispapieren, ja? Erkennen Sie mich? Erkennen Sie, dass ich von der Polizei bin? Nein. Ja. Was meinen Sie denn, was ich bin? Wo ich herkomme? Von draußen. Von draußen, vom Walde? Oder was? Nee, ich glaube, er rafft nicht, wo wir herkommen, was für eine Organisation wir sind. Auch für die Polizei ist es nicht immer leicht, Ruhe zu bewahren. Kommen Sie mal zu mir. Bitte ein bisschen zur Seite. Gut. Ich notiere jetzt nur noch Ihre Personalien. Und dann war es das schon hier vor Ort, okay? Okay, jetzt nicht mehr aufregen, okay? Ja, aber... Gut. Nicht ganz so nah, wenn es geht, sonst kann ich nicht schreiben, ja? In solchen Situationen ist Feingefühl gefragt. Die Wachsamkeit aber bleibt. Du guckst aber. Also du hast immer einen Blick dafür, was passiert, also du behältst zumindest alles im Auge. Aber du kannst jetzt nicht sagen, dass du 100% sagst, es wird nichts passieren. Das nicht, aber dafür guckst du halt. Aber als Frau ist man manchmal noch mal derjenige, der ein bisschen runterfahren kann. Ja. Die Innenstadt von Hannover. Die Polizisten kümmern sich um alle Straßen zwischen Bahnhof, Steintor und Rotlichtviertel. Und um die Menschen hier. Der Herr? Hallo. Guten Tag, die Polizei. Ja, hallo. Wie geht's Ihnen denn? Ja. Ihnen geht's gut? Relativ gut, ja. Hier liegt Geld neben Ihnen. Haben Sie das schon mal gesehen? Das vielleicht mal einpacken, bis das nachher weg ist? Der Obdachlose ist ein alter Bekannter. Vor ein paar Wochen war er noch im Gefängnis. Jetzt lebt er wieder auf der Straße. An sich haben wir nichts dagegen, wenn Sie hier sitzen. Das soll Ihr gutes Recht sein. Hoppala. Passen Sie auf. Routinemäßig wird der Mann kontrolliert. Es ist alles in Ordnung. Können Sie sich noch fortbewegen? Nee, Sie müssen nicht, um Gottes Willen. Ich will nur wissen, ob es Ihnen noch so weit gut geht, dass Sie sich nachher noch fortbewegen können. Es beschwert sich keiner von denen, die ihr Geschäft haben oder im Umkreis sind. Es machen sich nur die Leute, die mal vorbeigehen, Sorgen. Und das ist ja gut so. Ja, wenn es ihm jetzt, also im Moment geht es ihm gut, er ist ja gut ansprechbar. Das Wetter ist dementsprechend warm genug, dass er hier durchaus sitzen kann. Er hat keinen festen Wohnsitz, von daher bleibt ihm ja nicht viel anderes übrig. Und dann können wir ihn auch erstmal noch so sitzen lassen. Ne, wenn es schlechter wird oder so, dann ne, denken Sie dran, so warm ist nicht. Es wird noch ein bisschen kälter heute Nacht. Ja, ich muss mal. Bitte? Ich kann schon mal.
Ja. Sie können es noch ertragen. Super. Wetterbericht. Ja. Okay. Gut. Wenn es Ihnen soweit gut geht, dann sind wir erstmal wieder weg, ja? Danke. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Solche menschlichen Schicksale gehen den Polizisten nahe. Oh Mann, der sieht aber übel aus, ey. Der ist ganz schön breit geworden, ne? Das ist echt eine arme Wurst. Ich glaube, da passen wir gar nicht durch. Kann es das sein, dass wir da nicht durchpassen? Was haben wir denn für eine Höhe? Weiß ich nicht, auf jeden Fall ist das 2 Meter hoch. Die Polizei muss in die Tiefgarage der Oper. Da passen wir nicht durch. Da müssen wir außen halten und dann müssen wir zu Fuß da runter. Ein Einsatz mit Hindernissen. Wir passen nicht. Ja. Wir kommen nicht rein. Was für ein Theater. Während in der Oper auf der Bühne gesungen und musiziert wird, läuft in der Tiefgarage ein anderes Programm. Seit fast 2 Stunden läuft der Motor eines geparkten Autos. Ja, das ist, oder? Ach so. Ach, 78. Die Türen des Wagens sind abgeschlossen. Der Schlüssel steckt und vom Fahrer keine Spur. Also Sie haben oben in der Oper schon gefragt, da kann man keine Durchsage machen. Aber die haben ja theoretisch haben die ja auch eine Pause, ne? Ich sage, wenn Sie eine Pause haben, ich sage, Sie können noch eine Durchsage machen, jetzt machen Sie aber nicht. Den Halt anhalten. Gut. Ich sage, wir wissen nur jetzt den Namen. Ich sage, Sie können doch mir nicht erzählen, dass einer auf die Bühne geht und eine Durchsage macht. Frau sowieso mal bitte, können Sie nicht. Ja, machen Sie nicht, das ist ja krass. Wenn das so ist. Haben die zu mir gesagt, ich sage, wenn Sie den Namen haben, dann brauchen Sie ja nur so ein Ding. Wir gehen nicht. Ist die Frage, ob die Dame das hört? Das ist auch die Frage, genau. Oder der Herr. Wahrscheinlich Lauschmann. Der Walküre oder so. Ich weiß nicht, was heute gespielt wird. Auch wenn es lustig klingt, ungefährlich ist der laufende Motor nicht. Es droht Vergiftungsgefahr in der Tiefgarage. Weil hier drin Kohlendioxid ja die ganze Zeit ausgeschieden wird und man dementsprechend irgendwann hier nicht mehr drin sich aufhalten kann. Zumal hier auch die ganzen Melder angehen. Und das kann dauerhaft nicht richtig sein. Ne? Jetzt lassen wir einen Abschlepper kommen, der muss jetzt zusehen, dass das Auto auskriegt. Also das habe ich auch noch nicht erlebt. Der Eigentümer des Autos ist immer noch nicht erreichbar. Hi. Hat's geht. Wahnsinn. Wollen wir aber. Was wollen wir machen mit dem Auto? Schlüssel steckt, also wir würden es einfach nur öffnen lassen durch Sie, ausmachen, Schlüssel sicherstellen und stehen lassen. Der Mann aus der Werkstatt kennt sich aus. Doch ganz so einfach ist es nicht, so ein altes Automodell zu öffnen. Wir würden dir ja helfen, wenn wir könnten. Die Hebel, die sind völlig glattflächig, ne? Ja, er kommt da nicht rein. Er rutscht da weg. So, ist doch nicht so einfach, ein Auto zu knacken. Nein. Weißt Bescheid. Zum Glück. Ach, das war der Kofferraum. Und du auch. Ist auch nicht schlecht. Das ist auch gut. Sehr gut. Endlich ist der Wagen offen. Und die Polizisten können den Motor abstellen. Boah, ganz schön warm hier. Ruhe. Und vor allen Dingen ist es auch sehr schön leise jetzt. Würde ich sagen, super. Das haben wir. Abschließend können wir, die Klappe geht so zu. Ja. Ne? Wenn ich mich recht entsinne. Die Klappe geht so zu. Ja. Ist nicht mal Zentralverriegelung, ne? Nee. Also alle Knaufen noch zu bedienen, siehst du. Das ist noch ein schönes Modell. Das Wagenöffnen wird Geld kosten. Mindestens 100 Euro. Das wird jetzt verschlossen. Dann stellen wir den Schlüssel erstmal sicher, damit der Halter oder Fahrer, je nachdem, sich bei uns meldet und dann sein Fahrzeug wieder in Empfang nehmen kann, beziehungsweise den Schlüssel. Da wird er vielleicht erstmal geschockt sein. Vielleicht kann er sich auch dann vielleicht erinnern, dass er seinen Schlüssel im Fahrzeug gelassen hat. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Aber auf jeden Fall wird er sicherlich, wir werden noch einen Zettel hinterlassen, wo denn der Fahrzeugschlüssel ist, damit er nicht geschockt ist. Und dann weiß er auch, wo er hingehen muss. Okay. Frohes Schaffen. Bis zum nächsten Mal. Jawohl. Ja, ciao. Tschüss. Zeit zum Durchatmen bleibt heute Nacht nicht. Schon wieder gibt es Streit bei einer Feier. Ein Täter ist zu Fuß abgehauen. Er ist auf der Flucht. Richtung Hamburger Allee. Was, Richtung Hamburger Allee? Gleich abbiegen. 25, 25.
Katrins Kollegen haben den Täter entdeckt, rennen hinterher. Die laufen. Dann geht alles ganz schnell. Runter, 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 runter! Ist noch einer flüchtig? Ja! Einer? Hallo 2574, der Flüchtige ist festgenommen vorm Chill Out City, alles ruhig. Der Mann ist nicht weit gekommen. Ein Polizist hat ihn zu Boden geworfen. Was genau gewesen ist, war eine Schlägerei und der ist abgehauen. Warum, wieso, weshalb, wissen wir jetzt im Moment nicht. Ja, Täter konnten wir stellen, das ist schon mal sehr beruhigend, denke ich mal. Und alles andere wird sich jetzt klären. Es ist definitiv nur einer abgehauen und ist auch nichts weiter. Ist nur einer abgehauen, ja. Okay. Mehr wisst ihr aber auch nicht, ne? Der hat uns nur hier, der und ist was halt gefitzt, ne? Okay, alles klar. Hier ist der 2574. Braucht ihr noch wen vor dem Mezzo? Ja, aufgenommen. Katrin Banse behält die Ruhe und den Überblick, wenn es stressig wird. Zupacken können ihre männlichen Kollegen. Nur eine Straße weiter ging die Schlägerei los. Dort sind schon Dutzende Einsatzkräfte vor Ort. Seit 14 Jahren ist Katrin Banse Polizistin. Der dreifachen Mutter war klar, welche Arbeit sie erwartet. Nach der Ausbildung hat sie sich direkt im Revier Innenstadt beworben. Und die anderen, haben die alle anderen sind da oder sind die auch weg? Schade. Fünf flüchtig oder was? Anscheinend ja. Ich weiß nicht, wie viel habt ihr denn getötet? Einer ist besser als keiner. Wieder einmal lockerte offenbar zu viel Alkohol die Fäuste. Eine ganze Gruppe schlug zu. Wahrscheinlich 6 Personen auf einen oder auf 2 maximal. Einer ist gestellt worden, der Rest ist jetzt erstmal flüchtig noch. Der Grund der Prügelei? Unklar. Wahrscheinlich hat einer doof geguckt. Ist ja meistens ein wichtiger Grund. Verletzte? Ja, ein Verletzter, vielleicht hat ein anderer auch noch was abbekommen, der wird erstmal behandelt jetzt. Einen anderen Arbeitsplatz kann sich Katrin Banse nicht vorstellen. In einer Wache auf dem Lande wäre es zu ruhig. Sie ist lieber pausenlos mit ihren Kollegen im Einsatz. Im Moment ist erledigt. Beschreibung haben wir nicht. Ich glaube, den Sachverhalt kriegt... Die richtige Beschreibung einfach. Ne, da kommen wir nicht weiter mit. Nee. Die Frau im Revier. In der City von Hannover ist das eine Hilfe. In vielen Situationen können Frauen beruhigend wirken und manche Einsätze entschärfen.